Und um das Thema Ta'wil zu verstehen, wann es zulässig ist, wann es nicht zulässig ist, wann es potenziell in Frage kommt und wann nicht, müssen wir erstmal verstehen, was für Ausdrucksarten es im Koran gibt, hinsichtlich ihrer Klarheit oder Unklarheit. Und das hatten wir angeschnitten gehabt, konnten es aber nicht zu Ende bringen. Daher fangen wir nochmal von oben an. Ich habe gesagt, nach der Mehrheit der Usul-Gelehrten, den Hanabila, den Shafi'iten, den Malikiya, sie unterteilen die Begriffe im Koran hinsichtlich ihrer Klarheit bzw. Unklarheit in drei Kategorien. Die Hanafiya, habe ich gesagt, haben da eine leicht andere Unterscheidung, die etwas komplizierter ist. Deswegen wollen wir uns mit dem Einfachen beschäftigen. Der erste Ausdruck oder die erste Ausdrucksart, die im Koran oder in der Sunna vorkommt. Übrigens, diese Thematik bezieht sich nicht nur auf den Koran und die Sunna. Es ist ja ein sprachliches Phänomen. Das heißt, dass gewisse Ausdrücke in ihrer Bedeutung sonnenklar sind. Manche sind mehrdeutig. Manche sind sehr diffus, ja, oder summarische Begriffe. Das sind sprachliche Phänomene, die betreffen nicht nur den Koran und die Sunna. Aber wir müssen sie lernen, aus der arabischen Sprache hinaus, um zu verstehen, wie wir mit diesen Texten im Koran umgehen. Das ist also wichtig. Daher, also wenn du die Texte des Korans und der Sunna verstehen willst, du hast einen gewissen Rahmen. Einen gewissen Rahmen, in dem du dich zu bewegen hast. Du kannst dich darin bewegen, aber wenn du diesen Rahmen verlässt, dann spielst du mit den Texten rum. Dann nennen wir das nicht mehr Deutung und Erklärung oder Umdeutung, das ist dann Spielerei, die man betreibt und Unfug. Der erste Ausdruck hinsichtlich seiner Klarheit ist der Nas. Den nennt man im Arabischen Nas. Ein Nas bedeutet ein Text, der lediglich eine Deutungsmöglichkeit bietet. Ein Nas ist ein Text, der nur eine einzige Deutungsmöglichkeit bietet. Aus der sprachlichen Perspektive. Also der ist klar in seiner Bedeutung. Sonnenklar. Und manche der Usul-Gelehrten, sie drücken das ganz anders aus. Sie drücken das wie folgt aus. Sie sagen, An-Nasu ma ta'wiluhu tanzilu. Ta'wiluhu tanzilu. Sie sagen, seine Bedeutung ist seine Lesung. Der Nas ist das, dessen Bedeutung seine Lesung ist. Versteht ihr, was er damit sagen will? So wie du liest, so verstehst du. Das heißt, sobald du dieses Wort liest oder diesen Satz liest, schießt dir automatisch eine Bedeutung in den Kopf, über die du nicht lange nachdenken musst. Du musst auch nicht grübeln und überlegen, was könnte das heißen. Dir schießt sofort eine Bedeutung in den Sinn und kategorisch werden auch alle anderen Bedeutungen ausgeschlossen. Das bietet keine andere Möglichkeit, das nennt man Nas. Aber auch das benötigt etwas sprachliche, einen gewissen sprachlichen Horizont, yani. Der muss weit sein. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Für etwas, was kein Nass ist, aber die viele Leute denken, das ist doch eindeutig klar. Selbst in der arabischen Sprache, Leute lesen das so, den Text, und denken, das ist klar in seiner Bedeutung. Und das ist ein Problem der Übersetzungen, ne? Das ist ein Problem von Übersetzungen. Eines der größten Probleme von Übersetzungen ist es, dass sie das Potenzial der Mehrdeutigkeit manchmal verringern auf eine einzige Bedeutung. Manchmal auch umgekehrt, manchmal erweitern sie in der Zielsprache, beispielsweise Deutsch jetzt, ich übersetze einen Satz in der arabischen Sprache, der so und so und so bedeuten kann. In der Zielsprache, die Deutschsprache, wird er aber so übersetzt, dass er keine Deutungsmöglichkeit mehr bietet. Das ist ein Problem, oder? Für den Leser, ich nenne es mal den Konsumenten am Ende, ist es ein Problem. Auch umgekehrt, ein arabischer Ausdruck beispielsweise bietet nur eine einzige Möglichkeit. Er wird aber so übersetzt,
in der Zielsprache, dass mehrere Möglichkeiten entstehen. Das ist ein Problem. Dann kann er sich nämlich zusammenmalen, etwas zusammenmalen, wie es halt gerade in seinem Kopf projiziert wird, die Bedeutung dieses Textes. Das ist ein Problem bei den Übersetzungen. Deswegen kann es nicht sein, wenn wir nur über den Koran und die Sunna sprechen, kann nicht sein, dass jemand gelehrt ist im Islam, der nicht der arabischen Sprache mächtig ist. Geht gar nicht. Auch wenn er Hujja ist oder nicht, das geht nicht. Geht ehrlich nicht. Also im Endeffekt wird er sich ja nähren, sozusagen, sein Wissen mit Übersetzungen. Und in diesen Übersetzungen, egal ob das Fiqh-Bücher sind, Tafsir-Bücher, Hadith-Bücher, da sind die Bedeutungen eingeflossen, die der Übersetzer verstanden hat aus dem Text. Das ist ein Problem bei den Übersetzungen. Und deswegen sind auch die christlichen Bücher nicht vertrauenswürdig, weil das Original nicht besteht. Es bestehen nur Übersetzungen. Das Beispiel, was ich euch geben wollte, ein Hadith, den kennt ihr bestimmt, ein langer Hadith, der in den Sahihain vorkommt. Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, dein Bote, er hatte jemanden ausgesandt, er kam erst zu ihm und sagte, fragte ihn ein paar Thematiken über die Rububiyya, nicht weil er nicht wusste, sondern weil er den Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Wahrheit, zur Ehrlichkeit nötigen wollte, nach seiner Einstellung. Er sagte, wer hat die Himmel erschaffen? Er sagte, Allah. Dann sagte er, und wer hat die Erde geschaffen? Er sagte, Allah. Er sagte, wer hat diese Berge auf sie platziert, auf der Erde? Er sagte, Allah. Dann sagte er, bei dem, der die Himmel und die Erde und diese Berge geschaffen hat, hat Allah dich geschickt? Er sagte, ja. Dann sagt er, dein Gesandter hat behauptet, dass uns 5 Gebete am Tag und in der Nacht obliegen. Er sagte, das stimmt. Er sagte, und dein Gesandter hat behauptet, dass wir die Zakat zahlen sollen. Auch hier hat er ihn wieder bestätigt. Und dann sagt er, er behauptete auch, dass wir im Monat Ramadan fasten sollen. Er sagte, ja, und so weiter. Am Ende des Hadiths, nachdem er die Arkan des Islams genannt hatte, sagte er ging weg, das war übrigens ein Dhimam, Dhimam ist sein Name, ein Beduine, der kam aus seiner Beduinengegend sozusagen. Und dann sagte er, als er fortgegangen ist, er sagte, ich werde, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ. Er sagte, مَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ. Ich werde diesem weder etwas hinzufügen, noch etwas davon weglassen. Was bedeutet das? Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er die Wahrheit spricht, wird er erfolgreich sein. Was meint er damit? Ich werde weder, in den meisten Übersetzungen, auch in den deutschen Übersetzungen steht da, ich werde weder mehr machen noch weniger. Noch etwas davon weglassen. Mehr machen, noch etwas davon weglassen. Wenn man das aber aus der arabischen Sprache her betrachtet, kann das das bedeuten. Das kann dies bedeuten. Aber die einige der Shurah des Hadith sagen, die korrektere Bedeutung hier ist, ich werde, also wenn ich zurück zu meinem Volk gehe, werde ich ihnen weder mehr als das berichten, was du mir gesagt hast, also nichts hinzufügen, bei der Berichterstattung, weil er geht ja zurück zu seinem Volk und erzählt ihnen davon. Noch werde ich davon etwas auslassen, also ihnen vorenthalten. Das kann es bedeuten. Und sie sagen, das ist korrekter, weil der Islam, die Ahkam des Islams sind ja nicht begrenzt auf diese Sachen, oder? Wenn jemand macht nur das und lässt alles andere weg. Macht nur das und lässt alles andere weg. Man kann nicht so absolut über ihn sagen, aflah, in Sadaq. Wenn er ehrlich ist, wird er erfolgreich sein. Diese 4 oder 5 Dinge sind nur ein, also von der Menge her betrachtet, nur ein ganz kleiner,
ein ganz kleiner Teil des Islams, der Gesamtheit des Islams.